Heute treffen wir uns, um für die Gesundheitszeugnisse zur Beilage die Futterkranzproben aus den Völkern zu nehmen. Wir befinden uns im Saarland. Im Saarland braucht man nicht offiziell eine Futterkranzprobe für die Erstellung einer sogenannten Wanderbescheinigung, die eigentlich eine solchen Freiheitsbescheinigung ist. Wenn man allerdings Völker verkaufen will, wenn man Brutmaterial abgeben will im Frühjahr, sollte man sicher sein, dass in den Bienenvölkern das Bakterium Penibacillus larvae, das die amerikanische Faulbrut auslösen kann, nicht in den Völkern drin ist. Das kann man leider so mit dem bloßen Auge bei der klinischen Durchsicht für die Gesundheitszeugnisse nicht sehen. Leider kann man den Ausbruch erst am Brutbild feststellen, wenn es dann eben schon zu spät ist. Deswegen machen wir sinnvollerweise eine Monitoring-Futterkranzprobe, bevor wir Völker abgeben oder eben Bienenmaterial abgeben. Was brauche ich dazu? Ich brauche dazu einen Urinprobenbecher, der leicht elastisch ist. Denn da kann ich dann, das werden wir gleich im Film sehen, aus dem Löffel heraus die Honigprobe ein bisschen abschaben. Ich brauche einen Löffel zur Beschriftung. Ich brauche pro Bienenvolk sinnvollerweise einen Löffel. In einen solchen Probenbecher kommen die Proben von 6 Völkern als Sommelprobe rein. In meinem Fall jetzt heute hier von 5 Völkern. Eines habe ich schon gemacht, 4 werde ich noch machen. Ich könnte das mit einem Löffel machen, aber ich will ja jetzt zeigen, wie es der Bienensachverständige machen würde, wenn er im Falle eines solchen Befundes an den Stand kommen würde. Dann nimmt man für jedes Volk einen Löffel. Die Becher werden ordentlich beschriftet. Ich mache das immer so, ich mache mir eine Nummer auf den Deckel und den Becher oben drauf und habe mir vorher aufgeschrieben, welche Bechernummer zu welchen Völkernummern korrespondiert. Und dann kann ich das nachher ordentlich abwaschen, mit einem Etikett versehen. Dann kommen die Becher in eine Tüte, falls das im Postversand dann eben doch mal aufgehen sollte. Dann läuft es eben nicht ins Paket und nachher im Bieneninstitut auf den Schreibtisch, sondern dann läuft es in diese Tüte rein. Und man kann trotzdem noch eine Probe nehmen. Naja, gut, also dann brauche ich natürlich noch meinen Stockmeißel. Ich brauche einen feuchten Lappen, mit dem ich den Becher abwischen kann und ein trockenes Tuch zum Trockenmachen, bevor ich das Etikett draufklebe. Das lege ich jetzt alles mal zur Seite. Und schau dann mal, was meine Bienen hier so machen. Es ist heute, man sieht es, nicht so ganz warm. Ich bin noch leicht erkältet. Und es ist aber gut, weil die Bienen dann noch in der Traube sitzen, hoffentlich. Und sich weniger gestört fühlen, als wenn ich das jetzt am Tag zur Flugzeit machen würde. Dann würden mir jetzt alle hochfliegen und wahrscheinlich nicht so freundlich sein. Außerdem würden sie mich, wenn die da jetzt rauskommen, bekacken. Ne, die ersten Reinigungsflüge beinhalten Darmentleerung und deswegen habe ich eben meinen Kittel an. Naja, und die Handschuhe erklären sich von selber. So, die Bienen sitzen schön, sie sind aber mobil. Deswegen lasse ich die Folie da, wo die Bienen sitzen, eben so drauf. Ich sehe viel Kondenswasser, ich mache da auch gleich noch eine Nahaufnahme von und weiß deswegen, dass meine Bienen brüten. Außerdem haben sie schon in der Anzahl zugenommen. Wir haben jetzt den 20. Februar. Das Volk ist größer geworden, als was wir zur Oxalsäurebehandlung im Dezember gesehen hatten. Okay. Dann nehme ich jetzt, also der Bienensitz geht bis hierhin. Ich nehme jetzt eine Wabe, die bienensitznah ist. Und man merkt, die Bienen sind Weltmeister im Kitten, ja. Also eine Wabe, bienensitznah. Wir lassen uns jetzt mal überraschen, wenn es eine bebrütete ist, ist das super. Jawohl. Es ist eine Futterwabe
Aber an der leicht dunkleren Farbe des Wabenbaus sieht man, dass diese Wabe auch schon mal bebrütet gewesen ist im letzten Jahr. Das ist dann eine ideale Wabe, um die Futterkranzprobe zu nehmen. So, nun hole ich die Kamera näher dran, damit ich die Futterkranzprobe besser zeigen kann. Ja, eben gesehen, ich habe die Wabe gezogen. Ich zeige sie jetzt hier nochmal. Ja, die ist also so etwas dunkler. Aus dieser Wabe, also sie ist nicht wirklich dunkel, aber eben man sieht, dass sie schon einmal bebrütet worden ist. Was man jetzt durch das Kondenswasser leider nicht sieht, bis wo hier der Stein geht, das ist die letzte Wabe. Die Bienen füllen diesen ganzen Raum schon aus. Jetzt hole ich meinen Becher, mache den auf, nehme einen Löffel und jetzt kommt aus dieser Wabe richtig gut rein, also nicht durch, bis auf die andere Seite, aber bis auf den Wabenbau runter. Futter, man sieht, es ist prima, Futter ist nicht auskristallisiert, habe ich mit der Futterkranzprobe auch schon mal überprüft, ob meine Völker jetzt noch das Futter verwenden können. So, und da ich nur 4 Völker jetzt noch da rein mache, nehme ich noch einen Teelöffel, denn der Becher soll bis oben hin voll werden. So. Löffel weg. Wabe wieder rein. Deckel auf den Becher. Folie zu. Stockmeißel weg. Deckel wieder drauf. Das erste Volk ist fertig. Jetzt kommen noch 3, bis mein Becher voll ist. Das können wir vielleicht auch noch filmen. Steht auf der Waage, hier kann ich dann schön gucken, die Winterzehrung ist enorm im Moment. Wer Lust hat, kann das im Bieneninstitut Mayen auf der Homepage abrufen. Also die Probe habe ich jetzt fertig genommen. Jetzt habe ich den Becher schön voll gemacht. Bis kurz zur Deckelmarkierung würde auch reichen, aber das Bieneninstitut ist froh, wenn der Becher richtig voll ist, weil manchmal müssen Proben wiederholt werden, weil ja nicht nur hier Pendibacillus larvae eventuell drin wäre, sondern ganz sicher, das Bienenvolk ist ja nicht steril, sind da auch ein paar Pilze drin und so, die dann auf der Kultur im Bieneninstitut wunderbar wachsen. In der Regel, wenn man eine so schöne helle Probe hat, weil man regelmäßig Wabenaustausch betreibt, passiert im Bieneninstitut nichts und dann reicht einmal der Durchgang. Auf jeden Fall mache ich jetzt diesen Becher von außen sauber, trocken und dann kommt mein Etikett drauf, das ich vorher geschrieben habe. Wie gesagt, ich hatte diesen Becher ja
vorher nummeriert, habe mir aufgeschrieben, welche Völker in diesem nummerierten Becher mit der Nummer drin sind. Das steht jetzt hier auf dem Etikett drauf. Wie gesagt, ich kann in einen solchen Probenbecher bis zu 6 Völker in Sammelprobe nehmen. Diese 6 Völker müssen aber von einem Stand kommen. Ich kann keine Stände untereinander mischen. Das heißt, wenn ich an einem Stand nur 3 Völker stehen habe, mache ich eben eine Futterkranzprobe von eben nur diesen 3 Völkern. Was schreibe ich jetzt auf dieses Etikett drauf? In lesbarer Blockschrift, ideal wäre ausdrucken, steht auf diesem Etikett jetzt also drauf die Probennummer, die Nummer der Völker, die ich in diese Probe reingemacht habe, der Standort, an dem die Probe genommen worden ist, das Datum der Probenziehung und die Adresse und der Name mit Telefonnummer vom Standbesitzer. Denn der muss ja erreichbar sein, sollte in dieser Probe ein positiver Befund vorhanden sein. Diesen Becher drehe ich jetzt richtig gut zu. Dann habe ich hier so kleine Tütchen, da kann man auch eine Butterbrottüte nehmen. Steckt das da rein, das ist ein bisschen diffizil, weil der Deckel eigentlich breiter ist als das Tütchen, aber nachher passt es. Die habe ich mal geschenkt bekommen, deswegen benutze ich sie jetzt auch. Wegschmeißen, ja keine gute Technik mit Plastik. So, erstmal noch benutzen. Jetzt geht das hier oben zu. Warum mache ich das? Diese Proben kommen alle zusammen in ein Päckchen. Ich habe ja, wir haben es gesehen, von meinen anderen Völkern schon 3 gezogen gehabt. Sollte jetzt beim Postversand dieser Deckel lose werden und dass die Probe eventuell auslaufen, dann läuft sie eben nicht ins Päckchen und dann auf den Schreibtisch im Bieneninstitut, sondern sie läuft in diese Tüte. Und dann, wenn die Tüte heil bleibt, kann man eben auch noch eine Untersuchung mit der Probe in der Tüte machen. Zu diesen Proben, die ich jetzt in ein Päckchen packe, so wie wenn ich Glas verpacken würde, damit mit diesen Bechern nichts passieren kann, kommt ein Begleitbrief. Auf dem Begleitbrief stehen alle meine Daten, stehen die Daten des eigentlich hier anwesenden Bienensachverständigen. Also wenn man Proben im Rahmen eines Seuchenverdachtes zieht oder für ein Gesundheitszeugnis, müssen diese Proben von einem ausgebildeten Bienensachverständigen genommen werden. Bei mir kommt die Bienensachverständige, der Bienensachverständige, wenn die Völker so Anfang, Mitte März richtig gut im Brut sind. Das ist in diesem Jahr zwar jetzt schon der Fall, aber wir machen das immer so gerne Anfang März. Und dann habe ich, wenn ich Glück habe, schon den Befund meiner Futterkranzproben. Wie gesagt, wir befinden uns im Saarland. Im Saarland brauche ich nicht unbedingt eine Futterkranzprobe für die Beantragung der Wanderbescheinigung bzw. der solchen Freiheitsbescheinigung. Es ist aber immer gut, wenn man über den Status der Völker, die man abgeben will, zumindest Bescheid weiß. Denn, wie gesagt, der Bienensachverständige hat noch kein Mikroskop in den Augen. Er kann den Erreger der amerikanischen Faulbrut nicht mit bloßem Auge erkennen, wenn kein klinischer Ausbruch vorliegt. Gut, diese Proben verpacke ich jetzt, tue sie mit dem außen auf das Päckchen aufgeklebten Begleitbrief in die Post und freue mich, dass ich in ungefähr 2 Wochen dann meinen Probenbefund wiederbekommen werde. Egal, was sich für einen Befund ergibt, sollten Sporen in diesen Proben drin sein, der Bienensachverständige aber keine Klinik sehen, dann kann ich meine Bienenvölker in die Rapstracht zum Beispiel hinein sanieren und kann einen Ausbruch vermeiden. Das ist sehr positiv, weil ein Ausbruch viel Geld kostet, Zeit kostet und einfach nervig ist und auch immer einen Sperrbezirk mit sich zieht, den man ja eigentlich vermeiden möchte. Okay, ich wünsche viel Spaß mit dem Bienensachverständigen beim Probenziehen und drücke allen die Daumen, dass die Befunde dann negativ sind.